Audacity, Audacity, oder wie das auf Englisch heißt. Ich sag einfach Audacity. Das ist aber ein bisschen eingedeutscht, ne? So, Audacity ist hier jetzt in vollem Gang. Jetzt muss man überlegen, wo man etwas sucht. Datei ist wichtig, importieren ist wichtig. Datei klickt man an, aber importieren braucht man die Maus nur drüber halten. Und jetzt klickt man Audio an. Audio. So, Audio habe ich angeklickt. Jetzt ist wichtig, dass dies im Verzeichnis, ich zeige das mal ganz ausführlich, C, Programme X86, das ist jetzt spezifisch, weil ich den JYK-Rekorder habe. Jetzt geht's weiter mit J, weil wir hier sind. Ja, Ying King. Und JYK-Rekorder. So geht das. Und jetzt muss man das richtige Ding suchen. Das ist hier. Name Wobe Waff. So, jetzt habe ich es geschafft. Das dauert jetzt eine Weile, bis das drin ist. Tut mir leid. Ein bisschen dauern muss es schon. Jetzt noch ein bisschen Geduld, dann läuft es wieder weiter. Das geht jetzt nicht schneller, weil das ist ja eine ganze Kassette, die drauf ist. So, jetzt geht's weiter im Text. Jetzt noch ein ganz bisschen Geduld. Das kommt gleich auf den Bildschirm. So, da ist es schon. Jetzt können wir hier, das ist jetzt wichtig, hier ein bisschen größer machen alles. Und zwar mehrmals hier draufklicken. Mehrmals hier klicken auf das Plus. Bis es sehr schön aussieht. Bis man die Sekunden sehen kann. Jetzt kann man die Sekunden sehen. Jetzt kann man hier schon mal Spuren machen. Spuren klicken und neue Spur erzeugen, nur so rüberfahren. Hier. Und hier auf Textspur. Da unten. Klicken, einmal klicken bei Textspur. Dann ist diese Spur drin, diese hier. Hier unten. So. Wenn das fertig ist, dann kann man hier Folgendes machen. Hier klicken wir mal rein. Und machen einen Wegschnitt. Ein Schnitt. Das muss man grau einfärben mit der Maus, also Maustaste gedrückt und rüberziehen und Maustaste wieder loslassen. Jetzt kann man hier schneiden. Schneiden ist hier. Ich schneide das mal weg und schon ist es weg. Ich mache jetzt alles, was weggeschnitten werden muss, erstmal weg. Hier kann man sehen, das ist ein Lied ungefähr. Hier kann man was wegschneiden. Bisschen. So, dieses Stück mache ich mal weg. Das stört ja nur. So kann man jetzt beliebig hier reinklicken und was wegschneiden. Hier ist ganz lang. Muss ich mal reinhorchen. Jetzt kann man hier reinklicken und mal anmachen, was, wie das klingt. Immer kontrollieren, wie das klingt, das ist sehr klug. Ob das schön ist oder nicht schön ist. Immer hier auf, das kann man hier schön drauf machen und einmal abspielen. Und dann hier wieder auf Stopp drücken, da. Hier ist jetzt
mal eine Stelle gar nichts, weil hier so viel gar nichts ist, mache ich hier einen Wegschnitt. Das kommt jetzt einfach weg. Das kommt weg. Das ist jetzt nicht so schön, dass so viel nix ist. Das ist ziemlich langwierig. Das machen wir einfach weg. Und jetzt gucken wir mal, ob das hier schlecht ist oder gut ist. An das Eigentliche. Hier kommt jetzt eine Zahl rein. So, hier kommt jetzt eine Zahl. Hier kommt die erste Zahl hin. Hier geht's los. 0, 1 und Return, Enter-Taste drücken. Wenn das geschehen ist, dann muss man hier weiterfahren und gucken, wo könnte man das nächste Lied finden. Das nächste Lied ist nicht so leicht auszumachen. Ist nicht einfach. Wenn man das so gemacht hat, 02 Return, Enter-Taste drücken. Und hier wieder hören. Jetzt machen wir da 03 rein. Enter-Taste drücken. Hier mal reinhorchen. So. Das geht sehr lange hier. Jetzt, wenn das so fertig ist, das ganze Stück Lied auf der ganzen Kassette, dann geht man auf Datei und geht auf mehrere Dateien exportieren. Das ist wichtig. Mehrere Dateien exportieren. Mehrere. Und jetzt kann man genau sehen, was man da hat. Hier. Man muss sich das Verzeichnis jetzt merken, wo man das abspeichert. Das mache ich mal vorsichtshalber. Und hier kann man gewünschten Dateinamen plus Nummerierung kann man anklicken, weil
Das ist schön, wenn man den Dateinamen wiederfindet, sonst ist es ganz schlecht, wenn man den Dateinamen nicht richtig wiederfindet. Der Dateiname ist hier angegeben Name Wobü oder Name Wobü 2. Egal jetzt. So, exportieren. Und Achtung, da wo das hier steht, wo das hier steht, ganz genau, da wird gespeichert jetzt. So, jetzt geht's los. Jetzt immer OK drücken, immer hier unten, mehrmals, bis die Sache fertig ist. So, und jetzt abwarten, kurz abwarten. So, und jetzt muss man abwarten, bis das gekommen ist, alles. So, das hat geklappt. Jetzt okay hier unten. Und dann haben wir es geschafft. Dann kann man Audacity einfach beenden. Das muss man nicht speichern hier. Und wenn das gelaufen ist, dann geht das so weiter. Ich gehe jetzt mal auf CD Burner XP. Und jetzt kann man Folgendes tun. Jetzt kommt CD Burner XP, das Programm gibt es auch im Internet, auch genau wie Audacity gibt es auch im Internet. Und hier geht man auf Audio CD, hier. Und hier, dann geht man auf OK. Und wenn das klappt jetzt langsam, jawohl, dann kommt dieser Bildschirm. Und wenn dieser Bildschirm kommt, dann kann man Folgendes tun. Ich gehe jetzt mal auf Steve. Steve ist jetzt an. Das ist schon richtig. Dann muss man aber das richtige Verzeichnis raussuchen, sonst geht es nicht. Hier ist es alles, was ich wollte. Jetzt zieht man mit der Maus jede Datei hier unten hin. Jede einzelne Datei. Das dauert jetzt länger. Jetzt muss ich mal aufpassen. Jetzt habe ich ein Durcheinander hier. Es macht aber nichts. Ich steige da schon durch. Jetzt jede Datei hinziehen. Ganz genau. Und dann geht das richtig gut weiter. Jetzt kommt 0 und 1 und 2 und 3 und 4 jetzt machen wir das so und 5 und 6. Ist das drauf? Ja, 13 ist drauf. Und 7. Ist die 14 auch dabei? Ja. Und 8. So, wenn das fertig ist, dann kann man das brennen. Das Brennen geht ganz einfach. Einfach hier auf Brennen gehen. Hier. Und mal gucken, was passiert. Jetzt, guck mal, jetzt muss unbedingt die Kassette, die CD eingelegt werden. Sonst geht das alles nicht. Hier kann man jetzt noch Folgendes machen. Eine Sekunde Pause zwischen allen Titeln, das mache ich nicht. Das möchte ich ja nicht. Und CD-Text aktivieren kann man anklicken, wenn man will. Weiß ich nicht. Dies lässt man alles so medium abschließen, ist wichtig, damit die CD voll ist nachher und gut fein finalisiert ist. Und nach den beiden Auswerfen kann man auch lassen. Dann ist die CD ausgeworfen am Ende. Und jetzt gehe ich auf Brennvorgang starten. Und jetzt geht's los. Jetzt kann man mal gucken, was passiert. Er macht jetzt einen Brennfortschritt und zeigt genau an, was er macht.
Und dann sehen wir ja weiter. Jetzt bitte Geduld haben, jetzt geht's nämlich los. 2, 3, 4 Minuten wird es schon dauern. Da steht 5 Minuten. Ah, das heißt hier, das dauert noch 5 Minuten. So, das war schon das Wichtigste. So, jetzt noch ganz kurze Sekunden Geduld und dann haben wir es geschafft. Wenn das fertig ist, dann wirft er gleich die CD aus. Und er wirft sie aus, zack. Und jetzt ist das hier, da kann man auf OK gehen. Da steht nur die Geschwindigkeit und so, das ist ja nicht so wichtig. Aber das ist jetzt interessant. Man kann jetzt gleich, ich gehe mal auf Schließen. Und jetzt, Achtung, jetzt kann man noch überlegen, was man machen will. Ich gehe mal auf Datei beenden oder was. Hier ist jetzt Datei und hier ist beenden. So, und jetzt, Achtung. Jetzt kann man ja speichern sagen, weil man möchte ja vielleicht nochmal brennen. Also ja speichern. Und jetzt überlegt man sich wieder den klugen Namen. Hier bin ich jetzt bei ganz falsch, eigentlich ein bisschen falsch. Bibliotheken, Dokumente. Das ist also unter eigene Dokumente. Ist aber nicht so schlimm. Also ich schreibe mal Namen Wobü. Und das ist jetzt eine Datei. Die speichert jetzt eine AXP-Datei und die kann man ganz leicht mit dem Programm CD Burner XP kann man das wieder öffnen. Jetzt, wenn man jetzt, nee, das, solche Bildschirme mache ich immer einfach zu. Und jetzt geht es so weiter, wenn man jetzt genau weiß, wo man das gespeichert hat, dieses AXP, dann hat man Glück und dann geht es weiter mit und zum Beispiel noch eine brennen oder so. Ich gehe jetzt mal auf eigene Dokumente und hier ist jetzt das wichtig. Hier geht man jetzt auf das, was man gerade gespeichert hat. Hier ist die AXP-Datei. Da gehst du drauf. Name Wobü AXP. Klick an. Und dann hat man das hier. Und das ist jetzt ein Zeichen dafür, dass es geklappt hat. Ich sehe jetzt all die Dateien hier. Und jetzt kann man nochmal auf Brennen gehen. Die CD, die zweite CD muss eingelegt werden. Und jetzt brennen. Und jetzt Brennvorgang starten, wenn alles stimmt. Medium abschließen stimmt, Medium nach dem Brennen auswerfen stimmt. Und keine Sekunden Pause ist auch richtig. Und CD-Text aktivieren kann man machen. Und jetzt geht's weiter im Text. Und das war's. Hier muss man jetzt wieder ein bisschen Geduld haben. Das dauert wieder Minuten, 5 Minuten. Und dann brennt er schön die CD. Das ist das Programm CD Burner XP. Das heißt nur so, das ist ja egal, wie es heißt. So, und schon fängt es an. Hier sieht man, dass es anfängt. Da. Hier. Und das war's.